Herr Klesens, was führt Sie zu mir? Voruntersuchung im Malteser Krankenhaus St. Anna in Huckingen. Seit längerem schon bekommt Wilhelm Klesens schlecht Luft. Wucherungen seiner Schleimhaut, sogenannte Polypen, verhindern das unbeschwerte Atmen und führen zu schmerzlichen Entzündungen. Helfen kann da nur eine Operation. Professor Dr. Stefan Remmert, Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohren-Heilkunde, ist Spezialist für Kopf- und Halschirurgie. Unzählige Male hat er diese Operation schon durchgeführt. Seit neuestem ermöglicht ein neues System einen technologischen Fortschritt in seinem Operationssaal. Wir sind ja seit kurzer Zeit in der glücklichen Lage, einen völlig umstrukturierten neuen OP, also eine neue OP-Suite zu besitzen. Die ist dadurch gekennzeichnet, dass wir hochmodernes Equipment bezüglich der Ortung von kleinen anatomischen Regionen, Bezirken im Kopf haben, nämlich eine sogenannte Navigation. Dazu sind hochmoderne Bildschirme zusätzlich installiert, die uns diese Dinge auch in großer Form sichtbar machen. Auch bei Wilhelm Klesens Operation nutzt Remmert die neue Technik. Und die ist im OP-Saal kaum zu übersehen. Hochauflösende Monitore zeigen eine dreidimensionale Sicht der Sensoren. Diese befinden sich an der Stirn des Patienten und am Endoskop. Das grüne Fadenkreuz zeigt uns, wo wir jetzt sind in der Nase, ja? Ja, wenn ich das bewege, dann sehe ich, jetzt bin ich unten am Nasenboden. Und wenn ich nach oben gehe, komme ich in Richtung, mit dem grünen Kreuz in Richtung Stirnhöhle. So, das, was wir jetzt hier sehen, ist die mittlere Muschel. Und hier sind schon Polypen drin. Das hier ist ein Polyp. Ja, den ziehe ich jetzt raus. Je weiter es in den Schädel hineingeht, desto hilfreicher ist die Navigation. Wo sich Ärzte vorher rein auf ihre Erfahrungen verlassen mussten, bietet die neue HD-Technik mehr Sicherheit und minimiert das Risiko von Verletzungen. Also ich habe jetzt eine Kontrolle. Ich kann ja nur in den Kopf so hineinsehen und weiß nicht, wie weit bin ich noch zum Beispiel von den Hirnstrukturen entfernt. Das kann ich jetzt hier kontrollieren, indem ich mit dem Navigationssystem genau sehe, ich habe also in etwa noch 5 mm bis zum Hirnschädel und bin direkt aber kurz vor der Schädelbasis. Das ist also wichtig. Und sonst hat man immer nur den Aufblick und kann nicht genau sagen, wie weit bin ich von Strukturen, die wichtig sind, was die Tiefe anbelangt. Ja? 2 Wochen später. Wilhelm Klesens kommt zur Nachuntersuchung. Seine Schleimhaut hat sich schnell erholt und seine Beschwerden sind geheilt. Und nicht nur bei seinen Nasennebenhöhlenpatienten setzt Professor Dr. Remmert die neue Navigationstechnik in Zukunft ein. Neben dem Einsatz dieses neuen Equipments im Bereich der Nasennebenhöhlen haben wir zukünftig die Möglichkeit, damit die Tumorchirurgie zu verbessern, sicherer zu machen. Wir haben die Möglichkeit, dieses neue Instrumental im Rahmen der Ausbildung von jüngeren Ärzten einzusetzen, die wir auf diesem Weg wesentlich besser während der Operation kontrollieren können. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Weniger Risiko mit weniger Herzklopfen durch technischen Fortschritt am Malteser Krankenhaus in Huckingen. Ein gutes Gefühl für Arzt und Patient.